Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark. Wieder mit dabei der Pla. Hallo. Da vorne steht er, bei Shiro. Und heute wird ein weiteres Areal abgetrennt, damit wir in Sicherheit sind. Beziehungsweise unsere Dinos, die sind mir nämlich ein bisschen wichtiger. Viel wichtiger als wir selbst. Ja, weil wir können respawnen, sie können es nicht. Ja, das stimmt allerdings. Ja, wobei, wenn jemand unser Bett kaputt macht, dann haben wir auch ein Problem. Aber wir sind ja nicht weit vom Anfängerstrand, also vom dem Strand, wo man anfängt. Also ich würde sagen, ich baue von hier so schräg rüber irgendwie. Also ich baue... Nimm doch mal einen Vogelflieg rüber, dann kannst du die Stelle besser angucken. Stimmt natürlich, das ist natürlich eine gute Idee. Gell? Aber ich glaube, das wird schon der engste Pass sein, weil alles andere ist, glaube ich, breiter. Weg. Tor auf. Tor zu. Ja, super, ist mir am Verdursten, Mensch. Ich habe doch eine Wasserflasche dabei, so. Das ist doch echt gut. Maya hat eh ein Level up. Prima. Gebe ich mal Health. Health. Was ist los? Nee, dann war es nicht Maya, dann war es ein anderes Tier, was ein Level up hatte. Okay. Okay, also dann fliegen wir mal ein bisschen hoch. Ja, ich habe ein Level up. Nee, hä? Ich habe in meinem Inventar geguckt, so jetzt. Also Health. Zack. So. Ja, das ist die engste Stelle, sowieso. Weil da ist eh noch ein Felsen dazwischen, da muss ich bis ganz da hinten durchbauen, wenn ich das hier mache. Und ich glaube hier, ja, das ist die beste Stelle. Und hinter dem Stein abschließen, also passt. Das sind genauso schlau wie vorher. Wow. Ja, schön. So. Okay. Kann ich dir irgendwie irgendwas helfen? Du kannst das Tor gerade halten, damit ich, wenn ich das Fundament reinmache. Nee, Quatsch. Eigentlich nicht. Was? Genau, halt bitte den Nagel, damit ich mit dem Hammer draufhauen kann. So, jetzt finde ich dann, da bin ich schon zu schwer. Ist ja ätzend. Ach, die sind da unten drin. So. So, Gator. Hat noch irgendwer irgendwelche Tore drinne? Der Steve, hat er noch Tore drinne? Nee, Wände meinst du? Ja. Nee, hat er nicht. Jetzt müsste ja eigentlich alles She-Ra drin haben. Okay. So, dann kann man hier an... Wobei, wenn man hier, hier andocken, so. Dann muss ich aber so schräg rüber bauen. Bauen wir mal hier das Tor hin, so. Das Tor, legen wir uns nochmal auf die 7. Zack, so. Wird wahrscheinlich eher alles nicht passen, aber mein Gott. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden, genau, ja. Ne, 5. 5. Während du experimentierst, kann ich auch mehr experimentieren. Und zwar... Ne, ich lasse es lieber. Vorhin haben wir ein paar Farben hergestellt, aber... mache ich nachher, wenn es wieder dunkel ist. Na? Das will nicht richtig einrasten. Und mit dem Gras sieht man das nicht. Kann man das Gras irgendwie ausblenden? Das wäre cool. Ich hab doch gesagt, wir brauchen Rasenmäher. Ja, gibt's sowas? Keine Ahnung. Eine Sense oder so wäre nicht schlecht. Ich gehe mit Steve ein bisschen Beeren sammeln. Weil Narkotics kann man nie genug haben. Da steht ein Dillo. Echt? So. Jetzt hat wenigstens das hier mal angedockt. 5. Da. Da stand ein Dillo. Aber schon ab. Okay. Nächstes. Das muss dann so ein bisschen schräg. So. Gucken wir schon, ob es reicht. Ich hätte ihn ja auch mit Steve platt machen können, aber ich... Wen? Den Dillo? Den Dillo, ja, ja. Aber ich... Der ist so
schnell und wendig und deswegen habe ich mich nicht getraut, mit ihm anzugreifen. Er braucht 100 Jahre, um sich zu drehen. Mein Gott. Mist, das will wieder nicht einrasten. Doch jetzt. Ich will nur hören, es klappt wieder alles super. Ja, alles super. Hier ist alles super. Hier ist alles toll, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. Siehst du? Klappt doch. Na, so. Jetzt gucken wir mal. Ich hole mal noch ein paar Wände, um zu gucken, ob das da wirklich passt. Ja, ich denke, es reicht jetzt erstmal. Ich möchte eigentlich gar keine Bäume erwischen, aber der hat so einen weiten Radius. Ja. Und du kannst dich nicht entscheiden, ob du links oder rechts den Schwanz hin und her schleudern lässt. Bist du gerade im Wald hinter unserem Haus? Ja. Den wir auch bald zumachen müssen hier. Ja. Der dreht sich so langsam, mein Gott. Also, der bekommt nur Movement Speed. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So, und da fehlt jetzt das... Ja, da fehlt jetzt das Fundament. Okay. Aber ich glaube, der kann auch mehr lagern als Speed. Der ist ja auch ein bisschen größer. So, geht das? Das geht, ne? Ja, das geht. Dem geht. Super. So. So, ich habe jetzt eine kleine Runde getreten. Jetzt schauen wir mal in sein Inventar. So. 100. 200. 226 Narcoberries. Ist doch geil, oder? Und es war eine kleine Runde. Und da hinten entsteht die Wand. Schön. Ja. Da warst du so. Ja. Und wenn wir den Sattel haben für den T-Rex, können wir es abreißen, weil der passt ja nicht durch das Tor. Genau, ja. Da müssen wir generell alles abreißen, aber wir haben das große Tor am Baum und Steinwände, sowieso. Genau, weil die Holzwände, die können die Dinos nämlich zerstören. Nur Stein und Metall, das kriegen die nicht kaputt. Haben wir jedenfalls gehört. Haben wir gehört. Genau. Ob das stimmt, keine Ahnung. So. Erstmal alle blauen raus. So, und jetzt 5. Und pass auf deinen Durst und dein Essen auf, weil immer wenn man so eifrig arbeitet, dann kann man das schon mal... Ja, ich mache ja jetzt nichts, was... sag schon. Ja, ich will jetzt körperlich anstrengend. Das ist ja jetzt im Prinzip nur die Dinger hinsetzen. Wir haben so viel vergammeltes Fleisch, ey. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ne? 6. 6. Ja, die Wände passen auch manchmal nicht so wirklich ineinander, also es ist dann auch, naja gut, egal. Aber das soll wohl so sein. Ist halt noch nicht perfekt. Oh, wenn ich überlege, dass wir das alles irgendwann wieder abreißen und nochmal aufbauen dürfen. Hui. Yay. Yay. Macht doch Spaß. Ich habe keine Wände mehr. Ich habe keine Wände mehr. Also nicht gar keine, sondern jetzt dafür halt keine mehr. So. Ja, ich dachte eigentlich, wir haben ziemlich viele Holzwände, aber Pustekuchen. Die gehen alle dafür drauf. Dann müssen wir weiter fleißig sammeln. Ja,
Die Farben an den Schränken sehen jetzt auch anders aus, das haben sie auch schöner gemacht. Es ist alles komplett eingefärbt und nicht nur so komische Striche. Okay, so, jetzt noch die andere Seite. Hol ich mal noch mal ein paar Fundamente raus. Ich will nachher gerne noch Farbe herstellen, dann können wir wieder was einfärben. Vielleicht kann man ja nachher das ganze Haus einfärben. Mal gucken, bis jetzt haben wir nur geschafft, die Tür einzufärben in Schwarz, aber das, Das ist kein Schwarz, das ist ein dunkles Braun. Ja, also er hat es mir 2 Tage später gesagt, ob mir was an der Tür auffällt und ich, was denn? Und ich, ach ja, das ist minimal dunkler. Ja, sonst irgendwie was? Ach genau, ich wollte ja vorhin noch was erzählen. Und zwar habe ich mal geguckt, es gibt ja jetzt Yoshi, ist ja jetzt rausgekommen, Woolly World, Dingsbums, was ich auch gerne hätte. Aber es mir noch ein bisschen zu teuer ist. Und da gibt es so eine Special Edition und dann hat man so ein, kriegt man da so ein Amiibo als Yoshi halt. Und die kosten alleine um die 40 Euro, nur ein Amiibo. Die machen damit jetzt richtig Kohle, weil die nicht genug hergestellt haben. Und jetzt jeder das haben möchte, machen die damit jetzt voll Geld. Wie blöd. Ich kaufe mir auch nicht einfach nur so eine Figur, die ich mir hinstellen kann, mit der ich eigentlich sonst nicht so wirklich was anfangen kann, für 40 Euro. Tja, manche machen sowas halt. So, Wände. Ja, bei ein paar Sachen kann ich es ja verstehen. Und es hat auch so einen Sammlerwert. Also bei ein paar Amiibos kann ich es verstehen, aber ich meine, Yoshi, ich hätte ihn auch gerne, aber nicht für so viel Geld. Die normalen Preise waren 19 Euro. Und 19 Euro tut auch schon weh, aber sage ich, das ist in Ordnung. Aber ich zahle doch keine 40 Euro. Ja, dafür, dass man einfach nur einen anderen Charakter hat. Ich meine, ich weiß nicht, hat der auch andere Fähigkeiten dann? Nee, der sieht halt nur so aus. Und den kriegst du ja im Verlauf des Spiels. Es ist ja nicht so, als ob du den nie im Spiel bekommen würdest. Dann finde ich es echt übertrieben, ja, das stimmt. Eigentlich wollte ich nur in dein Inventar reingucken. Zeig mal. So, ich baue jetzt noch die restlichen Wände an, die wir haben und ja. Dann haben wir jetzt sogar noch 12 Fundamente übrig. Wobei eins muss ich jetzt gerade noch abreißen, weil ich es falsch rum hingebaut habe. Aber es ist jetzt nicht so tragisch. Ein Fundament braucht nicht so viel Holz. Okay. Das kann ich erstmal noch die Tür dran bauen. An die habe ich nicht mitgenommen, ich Depp. Lässt es offen. Nee, die ist, noch im T-Rex, also so weit weg ist jetzt auch nicht, aber. Achso. Wird schon schief gehen. Genau. Wir brauchen noch einen Bärenschrank. Ja, vielleicht müssen wir mal umräumen und dann halt die entsprechend auch nochmal umfärben. Wo dann schon wieder direkt wieder Farbe drauf geht für, aber mein Gott. Deswegen stelle ich ja welche her. Weil wir haben noch, so viel Samen und wir haben jetzt auch T-Rex. Der T-Rex hat ein Ei gelegt, genauso wie die Raptoren und die Triceratopse. Die haben wir alle gesammelt, die halten unglaublich lange. Irgendwann werden sie auch vergammeln, aber bis jetzt geht's noch. Vielleicht kann man die ja irgendwann ausbrüten. Vielleicht bauen sie es ja noch ein. Dass du die so von Anfang an aufziehen kannst. Ja, also ich habe was gelesen, dass irgendwas kommt, sowas ähnliches, aber auch, dass man die Dinosaurier von Hand füttern kann und es dann zum Beispiel schneller gehen soll und auch besser die Lebenspunkte wieder auffüllt, so als Art Interaktion, weil es gab ja mal so eine Frage-Antwort-Ding und das sieht man auch im Update, im Update-Verlauf.
Das. Ja. Da war nicht die Frage, ob man mit den Dinosauriern spielen kann, zum Beispiel mit dem Velociraptor oder so, dass die untereinander spielen. Und da hieß es dann ja, müssen wir mal gucken, ob sie sowas einbauen. Hast du noch so ein Stöckchen, weißt du? Schmeißt du den T-Rex ein Stöckchen? Zum Beispiel. So, jetzt haben wir hier auch noch abgetrennt. Zumindest mindestens mal zwei Stockwerke, also zwei Dinger hoch. Ja, aber drei müssen es auf jeden Fall sein. Weil sonst dann, kann der einfach überlaufen. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal sammeln gehen. Yay! Freue ich mich drauf. Aber ich werde jetzt erstmal. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Bärenschrank. Ich packe die so lange hier rein. Hier ist auch schon wieder Fiber drin. Ja. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Farbe. Beziehungsweise, das wollte ich ja erst machen, wenn es dunkel ist. Ha. Lila, wir haben ganz wenig Lila, das brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Dann gehe ich jetzt mal, mache nochmal ein paar Wände. Okay. Nimmst du irgendjemanden mit? Ja, Shira halt, ne? Dann habe ich A, jemanden, der mich verteidigen kann. Und B, kann die so viel lagern. Hat so viel Gewicht, dann macht das auch Sinn. Aber ich muss mir vorher noch Dinge holen. Fiber. Weil wir haben, damit können wir uns jetzt wieder zuschmeißen ohne Ende. Und dann brauche ich das nicht sammeln. Ja, ist okay. Dann wartest du mal hier kurz bitte. Nein, warten. So. Ich bin gerade eine Stufe gestiegen. Yay! Ja, ich bin jetzt auch Level 45. Heißt, ich kann mir wieder neue Sachen aussuchen, die ich lernen möchte. Und wenn ich hier die Bären aufgefüllt habe, was total langweilig ist, aber egal, ich find's immer schön, wenn da 100 steht. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen komisch oder so. Ja, komisch. Ja, da muss halt 100 stehen. Nee, finde ich auch besser. Vor allem, du kannst dann eventuell Platz schaffen dadurch. Also von daher. So, 1, 2, 3. Ich nehme mal 400 Fiber mit. Okay. Patch kommt da rein. Ich mache das immer gerne schön ordentlich. So, aus Pete klaue ich mir mal noch, aus Steve klaue ich mir mal noch ein paar Bären raus, weil ich habe nämlich Hunger. Mhm. Und ich gucke mir jetzt mal an, was ich mir so dann lernen kann. Wusch, fahren wir mal runter. Das ist der Sattel für den Skorpion, aber den hast du ja gelernt, gell? Ja. Dann haben wir hier Carbonomies. Carbonomies sind die Schildkröten. Schildkröten, genau. Ja, jetzt geht's hier weiter. Die Chitin-Rüstung, die lerne ich nicht, weil die kriegt man aus diesen Lichtern. Wir haben jetzt bis jetzt drei Sachen gelootet. Einmal den Helm, das Oberteil und die Hose. Genau, die habe ja ich an. Genau. Also lerne ich das nicht. Und weil hier könnte ich jetzt Handschuhe und Schuhe lernen, aber... Was ist ein Sarko? Was war das nochmal? Sarko, ist es nicht Skorodil? Ich glaube schon. Okay. Den Schalldämpfer. Da ist er, ein Kylo-Sattel. Mammutsattel habe ich gelernt, genau. Ach nee, oder? Was, ach nee? Ach, hier ist eine Eisenrüstung, die ich jetzt lernen kann. Die kann nämlich aber nur lernen, rat mal. Wenn du die Chitin-Rüstung gelernt hast. Ja. Mhm. Ach Mensch, ist doch gemein. Und ein explosives irgendwas, improvisiertes, explosives Granate. Cool. Ich habe gelesen oder gehört, dass man die an die Dodos oder an irgendwelche Tiere halt ranbinden kann und dann kann man die per Fernsteuerung zünden. Also du kannst die irgendwo hinlaufen lassen und dann pam. Wie kommen in Kongo die Delfine? Ja, genau. Würde ich niemals machen. Kann ich nicht. Tut mir leid. Geht nicht. Da sind die ganzen Wasserrohre, jetzt auch aus Metall, aber brauchen wir ja nicht wirklich, weil bis jetzt sind die noch nie kaputt gegangen, unsere Steinrohre. Mhm. Und warum sollen wir dafür Punkte ausgeben? Das ist, glaube ich, eher für PvP gedacht. Es sei denn, man braucht die wiederum später, wie jetzt mit der Chitin-Rüstung, um irgendwas anderes lernen zu können, aber... Und diesen Brunnen, den man da oben lernen kann, den haben wir auch nicht gelernt. Ich weiß nicht, ob man den nicht doch vielleicht
Wasserreservoir, wenn es regnet, ja, aber keine Ahnung. Wir haben ja Wasser, weißt du, wir haben ja eine Wasserleitung, also brauchen wir kein Wasserreservoir. Okay, dann geht's hier unten weiter. Megalodon, das sind die Haie. Und Sabertooth. Na, was lerne ich als erstes natürlich? Megalodon. Megalodon, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Nein, natürlich zuerst den Säbelzahntiger. Und hier ist noch ein Flashlight. Eine Taschenlampe. Mhm. Aha. Taschenlampe, wobei brauchst du halt wieder Elektrizität, ne? Eigentlich. Weiß nicht, ob du dann, dafür brauchst du bestimmt dann diese elektronischen Schaltkreise. Aber ich kann es nicht so anscheinend mitnehmen. Ich muss es an irgendwelche Waffen ranmachen. Und zwar an die Pistole, an dieses Ding oder an die, an irgendwas halt. Ich glaube, ich kann es nicht so. Das ist kein tragbares Ding. Das ist, glaube ich, für die Knarre gedacht. So wie ich es jetzt lese. Kann ja sein, dass ich es wieder falsch interpretiere. Und ein Walkie-Talkie. Nee, GPS. GPS-Gerät. GPS macht eventuell Sinn, weil dann kann man nämlich die Koordinaten ablesen, wo man ist, und kann die in die Karte eintragen. Ja. Dann können wir unsere ganzen Lagerfeuer eintragen, die Höhle, unser Zuhause vor allem. Was wirklich wichtig ist. Ja. Und dazu brauchen wir aber diesen Fabrikator. Ja, und der braucht, glaube ich, Öl, ne? Ja, und Öl kriegen wir nur, wenn wir tauchen unter Wasser. Ich habe mir jetzt schon ein paar Punkte gegeben, damit ich länger Luft habe. Aber du kannst da nicht alleine hinschwimmen. Das ist viel zu tief unten. Wenn du mal Glück hast, triffst du mal eins. Aber bevor du aufgetaucht bist, bist du schon verreckt. Also das heißt, da brauchst du ein Unterwasservieh. Und deswegen möchte ich ja jetzt meinen Kroko machen. Dann kann ich unter Wasser rumflitzen. Okay, das heißt, nächstes Projekt ist ein Wassertier zähmen. Sei es jetzt ein Hai oder ein Kroko oder beides. Genau. Ich weiß nicht, ob ich die Taschenlampe machen soll, weil wenn es nur für eine Knarre ist, und die kosten unglaublich viel. Also eine Pistole, also so eine Kugel kostet 2 Metall, und ein Metallbarren sind 2 Metall, Also Rohstoffe. Kostet 2 Metallbarren, und ein Metallbarren braucht wiederum 2 Metallroh. Und es ist nur eine Kugel, eine fucking Kugel. Und dann noch 12 Gunpuder. Da brauche ich vorher das andere Puder, und dann brauche ich wieder ein anderes Puder. Und also das ist echt, also utopisch. Also was man da farmen muss, ist echt abartig. Voll abartig. In Ordnung. Dann lerne ich jetzt den GPS, weil das kann nur ich lernen, weil ich den Kompass gelernt habe. Genau, ja. Megalodon, eigentlich möchte ich keinen Hai haben. Ich finde die nicht so toll, und es gibt ja noch, die Frage ist, ob die vielleicht sogar schneller sind als ein Krokodil, ne? Ich meine, weiß nicht. Ja. Muss ja schnell runterkommen und wieder schnell hochkommen, es sei denn, du hast viel Luft. Ja, deswegen will ich ja nachher so einen Flipper, also so ein, es gibt ja so einen, sieht aus so ähnlich wie ein Delfin. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Itchy. Ja, genau, ein Itchy. Und die sind unglaublich wendig und schnell, wie so ein Torpedo. Und mit denen kann man das anscheinend wahnsinnig gut machen, aber da muss ich auch erst weiter rausschwimmen, und die kann man nur mit gebratenem Fleisch füttern. Also du musst die nicht betäuben oder Quasi anfüttern. Genau, du musst die nur anfüttern. Und dann müssen wir hier noch wir haben ja vorne vor unserem Zuhause so einen See, da bauen wir dann ein Unterwassergehege und parken den da, weil sonst wird er ja von Haien oder was weiß ich was gefressen. Oder von wie heißen die? Piranhas oder so. Piranhas, ja. Das reicht ja schon. Ja, genau, weil die sind natürlich nicht alleine unterwegs, sondern immer in Schwärmen, und wenn die machen echt Schaden. Die machen echt Schaden. Ja, das ist teilweise nicht ohne. Also, da muss ich denn diese blöde Chitinrüstung lernen, damit ich das andere lernen kann. Und so schmelzen meine Punkte dahin. Wie viele Punkte hast du noch? 177. Naja, so schmelzen die dahin, also geht der jetzt, ne? Ich habe nur 409. Ja, siehst du, also. Vielleicht will ich dann auch irgendwann mal noch irgendwas lernen.
Und wenn ich dann halt irgendwie alles andere, was davor zu lernen ist, auch noch mal lernen muss, ich meine, kann man gucken, ob ich jetzt irgendwas habe, wo ich noch Punkte ausgeben kann. Fangen wir mal von unten an. Das Walkie-Talkie brauchen wir nicht. Das Flashlight brauchen wir dann eventuell auch nicht. Metallleiter, Metalltüren, das kommt dann halt vielleicht irgendwann noch, aber jetzt brauchen wir es ja momentan auch nicht. Nee, wir haben ja noch nicht mehr so viel Metall. Ja, die Metallrohre, wie du schon sagst, brauchen wir auch nicht. Metallfundament wäre eine Überlegung wert. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn wir zwar Steinwände haben, aber wenn das Fundament aus Holz ist und das geht kaputt, dann gehen wahrscheinlich die ganzen Wände auch kaputt. Den Fabrikator werde ich wahrscheinlich lernen. Mhm. Kann ich eigentlich auch gleich machen. Weil da muss man eh den Smithy dazu können, den habe ich ja gelernt. Es gibt jetzt auch das Large Crop Plot, müsstest du jetzt auch haben, oder? Ja, den habe ich schon lange. Achso, den habe ich nur noch nicht hingebaut, weil ich möchte es eigentlich auf eine Stelle mal bauen, wo Stein drunter ist, weil damit man mal die Pflanzen sieht. Ich finde es nämlich echt scheiße, dass da alles von dem Gras überwuchert wird. Und ich kann, es gibt ja den Ichi hier, Ichthyosaurus, und den Sattel, den kann man ab Level auch, ganz niedriges Level, ich weiß nicht, was wieder war, Level 15, kann man den lernen? Den lerne ich mir jetzt auch mal gleich. Ich habe jetzt gerade noch die Dingland, die Metallspikes. Die können wir nachher dann auch noch vorne dran platzieren an die Skitter, aber würde ich erst dann machen, wenn wir das große Tor haben, weil sonst, weil wenn man die abreißen müsste wieder, da wird so ein bisschen mein Herz bluten. Ja, nur so ein bisschen. Ich habe mir jetzt auch die Zementpasta jetzt auch mal gelernt, so. Aber ich weiß nicht, ob ich die Fackel lernen soll, weil es kommt bald, also bald, irgendwann, wenn wir mal Öl haben sollten, dann kann man auch elektrisches Licht herstellen. Und dann kann man Lampen ins Zuhause reinbauen und dann brauche ich ja keine Fackel mehr. So eine Standfackel meinst du eigentlich, ja? Ja, genau. Weil die braucht auch, du stellst die hin und dann musst du Holz reinschmeißen, damit die halt brennt und... Die Frage ist halt, wie viel Öl braucht die Lampe, die elektrische, um zu leuchten? Und weißt du, Holz kannst du mal eben ein bisschen holen und fertig aus. Aber mal eben Öl holen ist halt nicht so einfach. Ja, wie gesagt, ich gebe mir jetzt ganz viel auf Luft, weil es soll auch eine Unterwasserhöhle geben. Ja, das hat jetzt aber nicht nur was mit Luft zu tun, sondern da kommen ja auch Gegner, weißt du? Ja. Das wird, glaube ich, nicht einfach. Ach, echt? Ich meine, unsere Höhle, die wir entdeckt haben, ist ja auch so total easy. Ja, also siehst du. Ja, vielleicht brauchen wir dann wirklich mal eine Shotgun oder sowas. Mal gucken. So 19 Wände habe ich noch. Ja, habe ich jetzt schon. Ach, ich lerne mir jetzt den Heisattel auch. Scheiß drauf. Gut, den kann ja auch. Hast du schon gemacht? Ja. Weil hätte ja auch ich machen können, ne? Nee. Ich hab ja noch. Ja, du musst aber das ganze technische Zeug, also ich. Ja, du machst so viel technisches Zeug, weiß nicht, ob das noch kommt. Jetzt kommt hier noch so Polymerzeugs und Elektronikzeugs, das machst du alles. Das mache ich nicht. Wenn man es braucht. Ah gut, okay, das Elektronikzeug für die Dinge, für die Lampen braucht man bestimmt wieder Elektronics, ja. Ab Level 50 geht's weiter, dann kann ich Schuhe und so alles herstellen, mal gucken. Und ich glaube, ab Level 50 kommt dann auch endlich der Sattel für den T-Rex. Nee, der kommt aber Level 60. Ach toll, dann ist es der von... Kano, der müsste ab Level 50 kommen. Da sind Lampen, ich glaube, das ist die Lampe hier. Mal gucken. So, ich habe jetzt nichts gelernt, was ich so herstellen kann. Außer diese Satteldinger. Ja, gut. Total interessant, ich weiß, Entschuldigung. Was mache ich jetzt? Mal überlegen. Ich wollte Farbe herstellen.